Kampf Nummer 11 an diesem Abend. Ein weiterer K1-Kampf in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm. In der blauen Ecke Asad Asabullah. Er ist 23 Jahre jung. Ihm gegenüber steht Sana Simone. Er ist 33 Jahre jung. Auch sein erster Kampf. Beide der erste Kampf. Auch wenn da hier ein gehöriger Altersunterschied ist. Na, man kann auch mit 33 noch richtig fit aussehen. Und das tut er, Sana Simone. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt hier gleich ausgeht. Beide sehr gut durchtrainiert. Körpergröße 1,70 Meter Asad Asabullah. Ja, das ist schon, da darf nicht viel Gramm Körperfett dran sein, dass man das Gewicht hält. Und beide hier direkt Vorwärtsgang, Vollgas. Ja, Asad versucht hier sein Glück auch mit gesprungenen Drehkicks. Natürlich sehr waghalsig, sieht immer gut aus. Die Frage ist immer, ja, wie viel Erfolg hat man damit, wie viel Energie kostet das. Aber in der Gewichtsklasse, ja, da sind die Jungs sehr agil, sehr beweglich auch. Und der Drehkick kam dann auch durch. Er wird angezählt, Sana Simone wird angezählt da. Es sieht aus als starker Wirkungstreffer. Es sah aus, als hätte er Probleme mit seinem Gehör. Wahrscheinlich saß er direkt am Ohr, der Schlag. Man muss jetzt natürlich aufpassen. Ne? Das ist hier, da fällt auch schon das Handtuch. Sehr, sehr schneller Erfolg für Asad Asabullah. Der Sieg durch TKO in der ersten Runde. Er geht in die blaue Ecke und somit an Asad Asabullah.